Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen einen Überblick geben zu Kapitel 10 und 11. Das sind die Kapitel externes Rechnungswesen und internes Rechnungswesen. Wie besprochen, werden wir die beiden Kapitel in einer Lerneinheit behandeln, etwas verkürzt jeweils, und dann nächstes Semester in der Vorlesung Rechnungswesen die Themen nochmal detaillierter aufgreifen. Steigen wir ein. Erstmal, wo sind wir insgesamt angekommen in der Veranstaltung? Sie sehen, das hier ist der ganze Überblick über die Vorlesung. Und hier in der Mitte haben wir den betrieblichen Kernprozess. Und wie man erkennen kann, haben wir einmal hier unten das externe Rechnungswesen und hier oben das interne Rechnungswesen. Das heißt, das Rechnungswesen ist hier wie eine Klammer um den betrieblichen Produktionsprozess gelegt. Und das macht auch Sinn. Denn es geht darum, dass Informationen gesammelt und weitergegeben werden. Das externe Rechnungswesen sehen Sie hier unten. Das ist hier unten angesiedelt, weil es betrieblich relevante Informationen an externe Stakeholder weitergibt, und die sind dann hier eben schon an der Unternehmensgrenze außen zu finden. Externe Stakeholder wie Staat, Eigenkapitalgeber, Fremdkapitalgeber. Was für Informationen das sind, da gehen wir gleich drauf ein. Aber jetzt noch der Vollständigkeit halber, haben wir hier oben das interne Rechnungswesen. Das ist hier oben angesiedelt, weil das interne Rechnungswesen Informationen eher an interne Stakeholder weitergibt. Also hier Management-Ebene, Führung für Controlling-Zwecke und so weiter. Das zur Einordnung in den Gesamtkontext. Als nächstes schauen wir uns an. Grundsätzlich Rechnungswesen, was ist das? Erstens, oder ganz allgemein ist Rechnungswesen nichts anderes als die Ermittlung und die Bereitstellung von Informationen, und zwar Informationen über Mengen und Werte. Und das externe Rechnungswesen bezieht sich dabei auf Informationen für externe Stakeholder, und das interne Rechnungswesen bezieht sich dabei auf Informationen für interne Stakeholder. Bevor wir dann nochmal genau auf die Unterscheidung zwischen extern und intern eingehen, nochmal kurz, was sind denn überhaupt die Informationen über die Mengen und Werte? Können Sie sich vielleicht schon denken. Hier ist ein schöner Überblick aus dem Buch, was denn diese Mengen und diese Wertinformationen sein können. Schauen wir uns erstmal die Mengeninformationen an. Also insgesamt haben wir hier den betrieblichen Erstellungsprozess. Der fängt natürlich an mit der Beschaffung. Also bevor wir irgendwas produzieren können, brauchen wir Personal, brauchen wir Rohstoffe. Also Beschaffung. Und da kaufen wir bestimmtes Personal ein, vielleicht externe Dienstleister, oder wir stocken Mitarbeiter auf oder stellen Mitarbeiter ein. Wir kaufen Rohstoffe. Das kann man alles mengenmäßig erfassen. Wie viele Mitarbeiter, wie viele Zeitstunden, wie viele Kilogramm von einem bestimmten Rohstoff. Dann geht es schon weiter in den Kernproduktionsprozess. Da wird unterschieden zwischen Verbrauch und Herstellung. Verbrauch bedeutet einfach nur, wir nutzen quasi die Mitarbeiter ein bisschen ab. Also Arbeitsstunden werden genutzt. Rohstoffe werden verbraucht, deswegen hier der Pfeil runter in der Menge. Und in der Herstellung dann eingesetzt, um etwas daraus zu machen. Deswegen geht der Pfeil hier hoch. Also hier die Mitarbeiter und die Rohstoffe werden eingesetzt, um ein Auto zu erstellen. Deswegen geht dann hier der Pfeil hoch, weil dann haben wir eben ein fertiggestelltes Auto im Bestand dazugewonnen. Und hier ist dann die Grenze zwischen Produktion und Vertrieb. Im Vertrieb, wenn wir das Auto, das wir eben hergestellt haben, dann verkaufen, dann ist es nicht mehr im Lager. Deswegen mengenmäßig sinkt unser Bestand an den produzierten Erzeugnissen, aber an irgendwen verkaufen wir es natürlich, und dann geht es dann dort auf den Markt, hier outputmäßig als Menge erfasst. Das Ganze können wir uns auch wertmäßig anschauen. Von links angefangen, natürlich Inputwert, die Rohstoffe kosten etwas Bestimmtes pro Kilo, die Mitarbeiter kosten etwas Bestimmtes. Dann hier oben beim Verbrauch, auch da können wir wertmäßig festhalten, wie viel denn die Rohstoffe wert waren, die wir verbraucht haben, wie viel haben uns die Arbeitsstunden gekostet, die wir verbraucht haben. Bei der Herstellung können wir auch einen Wert bemessen, wie viel ist denn das produzierte Erzeugnis denn wert in unserer Buchhaltung. Und der gleiche Wert ist dann hier auch, wenn dieses produzierte Erzeugnis dann aus dem Bestand quasi ausscheidet.
Und nachher auf dem Markt, wenn wir eben das produzierte Erzeugnis verkaufen hat, kriegen wir dafür einen Preis und auch das kann man dann eben wertmäßig erfassen. Das ganz kurz zu der Unterscheidung zwischen mengenmäßigen und wertmäßigen Informationen. Und jetzt ist das hier eine ganz schöne Überblicksgrafik, was denn die Teilbereiche des Rechnungswesens sind. Und da, denke ich, wird ganz schön klar der Unterschied zwischen externem und internem Rechnungswesen. Alles beginnt mit den Belegen. Also wir haben hier die Leistungserstellung, das ist der betriebliche Kernprozess, also die Mitte von dem Transformationsprozess. Da entstehen Belege, also Zettel oder elektronische Zettel, wo drauf steht, was etwas gekostet hat oder wie viel von etwas geliefert wurde. Also eine Rechnung zum Beispiel, da steht drauf, wie viel kostet etwas, das wir bestellt haben. Lieferschein, da steht drauf, wie viel Kilo wurden uns von einem bestimmten Rohstoff angeliefert. Materialentnahmescheine, das brauchen wir zum Beispiel, wenn wir dann vom Lager etwas entnehmen und das irgendwo aufschreiben. Das sind dann die Materialentnahmescheine. Lohn- und Gehaltslisten, da steht drauf, wie viel kriegen unsere festen Mitarbeiter an Gehalt pro Monat, wie viel haben letzten Monat die Fließbandarbeiter als Lohn bekommen, steht auf den Listen drauf. Anlagenspiegel ist dann, da steht drauf, welche Maschinen sind im Bestand der Firma, wie alt sind die, wie abgenutzt sind die und so weiter. Quittungen, wenn wir etwas verkauft haben, steht dann da drauf, für welchen Preis. Kontoauszüge, steht dann drauf, wie viel Bargeld wir in der Kasse haben, wie viel Geld auf dem Konto und so weiter. So, das sind alles die Belege, die entstehen im Prozess der Leistungserstellung. Und auf Basis dieser Belege arbeitet dann das externe Rechnungswesen, manchmal auch Finanzbuchhaltung genannt oder Geschäftsbuchführung. Aus diesen ganzen Informationen erstellt man dann im externen Rechnungswesen den Jahresabschluss. Jahresabschluss ist in der Regel Bilanz plus Gewinn- und Verlustrechnung. Und da wird dann zusammengefasst, erstens, was ist an Beständen am Ende des Jahres da, also wie viele Maschinen sind da, wie ist der Schuldenstand und so weiter. Und es wird zusammengefasst, wie war denn der Gewinn über das Jahr verteilt und wie setzt sich der Gewinn zusammen, aus welchen Erträgen und Aufwendungen setzt sich dieser Gewinn zusammen. Und der richtet sich eben an externe Adressaten oder externe Stakeholder, leichter gesagt. Das sind zum einen die Anteilseigner, dann die Gläubiger und die Finanzbehörden. Ne? Klar, die Anteilseigner, die wollen wissen, wie viel Gewinn hat denn die Firma offiziell gemacht. Warum wollen die das wissen? Weil sie ihre Gewinnausschüttung haben wollen. Die Gläubiger wollen auch wissen, wie gut es dem Unternehmen geht, weil sie wissen wollen, ob sie ihre Schulden jemals wieder eintreiben können. Und die Finanzbehörden wollen natürlich auch wissen, wie viel Gewinn wir gemacht haben, weil die uns von uns Gewinnsteuer haben wollen. So, auf Basis von all dem, was im externen Rechnungswesen passiert, arbeitet dann das interne Rechnungswesen. Also, es kann manchmal der Eindruck entstehen, dass externes und internes Rechnungswesen was ganz Separates ist, weil es auch in der Regel in separaten Veranstaltungen unterrichtet wird. Aber es gibt ganz klar den Link, dass das interne Rechnungswesen auf den Daten aufbaut, die im externen Rechnungswesen erstellt werden. So, und das interne Rechnungswesen nennt man auch Betriebsbuchführung. Im Wesentlichen wird es da gehen um Kostenrechnung. Kostenrechnung, das kann man nochmal unterteilen in verschiedene Sachen. Kalkulation ist nichts anderes als Angebotserstellung. Also, wenn ein Kunde bei uns anfragt, könnt ihr ein Event XY für uns durchführen, dann erstellen wir dem Kunden ein Angebot, was für Leistungen wir da beinhalten würden, was das kosten würde. Und da müssen wir natürlich ganz genau einrechnen können, wie viel Marge wir an Gewinn hätten, wenn wir so rechnen. Dann gibt es Entscheidungsrechnungen, also wenn wir zum Beispiel in einem Projekt uns entscheiden müssen, ob wir eine Leistung selbst erstellen oder von extern einkaufen, also so eine sogenannte Make-or-Buy-Entscheidung, da brauchen wir natürlich irgendwelche Datengrundlagen und das ist die sogenannte Entscheidungsrechnung. Und Erfolgsrechnung und Kontrollrechnung sind sehr ähnliche Sachen. Da geht es dann eben darum, ex post zu sagen, wie erfolgreich von den Zahlen her sind denn bestimmte Kostenstellen bei uns, also Abteilungen, oder wie erfolgreich waren denn bestimmte Projekte, zum Beispiel die Events, ein einzelner Event, den wir durchgeführt haben. Da, für diese ganzen Rechnungen braucht man natürlich Informationen und die Daten kommen aus der Kostenrechnung. Und die Adressaten dieser Informationen sind natürlich die internen Stakeholder, hauptsächlich
Für Managementzwecke brauchen wir diese Rechnungen, für Entscheidungen innerhalb des Betriebes, um zu sehen, wo es gut läuft und so weiter. Genau, das ist, denke ich mal, ein ganz guter Überblick über die verschiedenen Teilbereiche des Rechnungswesens. Und nochmal ein Wort zur Kostenrechnung, weil das am Anfang so ein bisschen so ein mystisches Gebilde ist, worum es da überhaupt geht. Im Buch finden wir hier diese Überblicksgrafik. Entschuldigung, die finde ich nicht so toll, weil man da nicht so viel erkennt. Deswegen habe ich mal auf Basis einer Grafik, die ich im Netz gefunden habe, ein viel vereinfachteres Bild erstellt. Da steckt die gleiche Information drin, bloß ein bisschen übersichtlicher. Wo fangen wir also an in der Kostenrechnung? Wir fangen in der Kostenrechnung an, oben hier, da erfassen wir in der Kostenartenrechnung, was denn überhaupt für Kosten im Unternehmen angefallen sind. Alle Kosten werden da erfasst und dann eingeteilt in verschiedene Kategorien. Und die einfachste Einteilung ist eben in Einzelkosten und Gemeinkosten. Einzelkosten sind Kosten, die wir direkt einem bestimmten Produkt oder einem Projekt zuordnen können. Also Einzelkosten wären zum Beispiel, wenn wir für ein Event einen externen Techniker engagiert hätten und dann quasi die Stunden, die er für das Projekt gearbeitet hat, die werden ja direkt abgerechnet und da können wir dann wirklich sagen, diese Stunden stellen für uns direkt Kosten dar in Bezug auf ein bestimmtes Projekt. Das nennen wir Einzelkosten. Alles, was man nicht so deutlich zuordnen kann, nennt man Gemeinkosten. Also zum Beispiel Gehalt eines Verwaltungsmitarbeiters, der arbeitet ja an allen Projekten gleichzeitig und da kann man schlecht zeitlich erfassen, zu wie viel Prozent er denn genau jetzt an einem bestimmten Projekt gearbeitet hat. Deswegen ist sein Gehalt zum Beispiel fällt unter die Gemeinkosten, die wir erstmal nicht genau in einem Projekt zuordnen können. Und um das zuordnen zu können, wird dann in zwei Schritten verfahren. Erstmal kommt die Kostenstellenrechnung. Da geht es dann um die Frage, wo sind Kosten entstanden? Also da trennen wir die Gemeinkosten erstmal auf nach Abteilungen. In welcher Abteilung sind welche Kosten entstanden? Also in die gesamten Verwaltungskosten, Vertriebskosten und so weiter. Und auf Basis dieser Informationen können wir dann versuchen auszurechnen in der Kostenträgerrechnung, für welche Produkte denn welche Kosten angefallen sind. Also im Eventbereich wären das natürlich hauptsächlich, wäre das dann die Abrechnung eines Events. Um zu wissen dann, welche Kosten ein Event für uns verursacht hat, müssen wir dann eben sagen, okay, brauchen wir dann bestimmte Verrechnungssätze, wie die berechnet werden, schauen wir uns nächstes Semester ausführlicher an, als Sie wollen. Und über diese Verrechnungssätze sagen wir dann, so und so viel Prozent der Kosten, zum Beispiel von Verwaltung, fallen auf den Event X, so und so viel Prozent der Kosten für Vertrieb fallen auf Event Y und so weiter und so weiter. Und über die Verrechnungssätze können wir dann eben die Kosten beziffern, die ein Event verursacht hat und kommen dann eben am Ende auf die Gesamtkosten, die ein Projekt oder Produkt bei uns verursacht hat. Das ist das Grundprinzip der Kostenrechnung. Darum geht es überhaupt. Und wie Sie sich vorstellen können, ist da einiges an Rechnen mit verbunden. Aber es ist auch total wichtig für Sie als Projektleiter dann später, um Übersicht zu haben, ob Sie denn überhaupt wirtschaftlich arbeiten in einem Projekt. So, das war mein Überblick über die Kapitel 10 und 11 zu externem und internen Rechnungswesen. Wie immer sind alle Abbildungen, die ich gezeigt habe, bis auf die eine grüne, aus dem Buch Einführung in die BWL von Faas und Schäfer-Kunz, siebte Auflage.